Wir lesen in Josua Kapitel 3, ab Vers 7. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israel, aus jedem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten. Da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber den Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundesherrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. In Hebräer Kapitel 10, Vers 1 steht: Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Und weiter in Kolosser Kapitel 2, Vers 16: So lasst euch nun von niemand ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertags, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des zukünftigen. Der Leib aber ist Christus eigen. Angefangen von 1. Mose bis zu dem Zeitpunkt, bevor Jesus auf die Erde kam, hat der Herr immer wieder gesagt, Jesus wird kommen. Der Herr wollte Jesus unter uns schicken. Und er hat dasselbe Fleisch wie wir. Er hat die gleichen Hände wie wir, die gleichen Augen, die gleiche Nase wie wir. Er sieht genauso aus wie wir. Wenn er aber einen Unterschied hat, dann hat er ganz andere Gedanken und ein ganz anderes Herz als wir. Er hat denselben Körper, dieselben Augen, alles ist gleich. Aber wenn wir mit dem Herzen Jesu leben, oder wenn wir mit dem Gedanken und unseren Herzen, mit unseren Herzen leben, ist die Welt ganz anders zwischen den beiden. Das, was der Herr möchte, ist jemand, der das Herz Jesu in sich herbergt. Der Herr wünscht sich sehr, dass wir Menschen werden, die das Herz Jesu in uns haben. Als der Herr Jesus auf die Erde schickte, er war nicht groß von Gestalt und auch nicht irgendwie kräftig gebaut, sondern er hatte denselben Körper wie wir, die gleiche Statur wie wir, die gleichen Ohren, die gleichen Augen, die gleichen Mund, die gleiche Nase. Er hat auch mit der Nase geatmet, er hat auch mit dem Mund gegessen, er hat auch mit dem Mund gesprochen, er hat mit den Ohren gehört, das war alles gleich wie bei uns. Aber wenn es einen Unterschied geben soll, dann ist es dieser, dass er ein ganz anderes Herz hatte als wir. Weil er nämlich das Herz geradewegs von Gott
zu seinem aufgenommen hatte. Und der Herr sagt, dass wir eigentlich gleich sind wie Jesus. Die gleichen Augen, die gleichen Ohren, die gleiche Nase, der gleiche Körper, es ist alles gleich. Aber all die Dinge, die der Jesus bewirkt, die tut er mit demselben Herzen von Gott. Und alle Gedanken, die wir normalerweise hegen, sind ganz anders als die von Gott. So, wir sehen nun diesen Jesus. Als der Herr uns Menschen geschaffen hat, hat er uns jedem ein Herz gegeben. Das Leben, wo wir nur unseren Gedanken folgen, und das Leben, wo wir Jesu Herz folgen, das sind ganz andere, unterschiedliche Welten. Die Menschen sagen, man muss gut sein, man muss sanftmütig sein, man muss beten, in der Bibel lesen, den Gottesdienst folgen und viele gute Dinge bewirken. Aber der Herr hat das niemals zu uns gesagt. Er sagte, durch Menschenhänden können wir gar nicht gut sein. Alle unsere Gedanken von Anfang an, von seinem Ursprung an, sind wir böse und diese müssen wir niederlegen. Als der Herr Jesus auf dieser Erde war, Jesus hat nicht nach seinem eigenen Willen gelebt, sondern nach dem Willen von Gott. Und genauso auch, wenn wir mit dem Willen von Gott leben, werden wir uns verändern und ein kleiner Jesus werden. Und über diesen Prozess spricht die Bibel. Ich bin jemand, der sehr oft in der Bibel liest. Und jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, sehe ich ganz klar, all die Dinge, wo wir unseren Gedanken gefolgt sind, das freut den Herrn gar nicht. Unsere Gedanken sind immer ganz anders als die Gedanken von Gott. Aber dieses Herz, das bereit ist, das Herz von Gott anzunehmen, die Gedanken von Gott anzunehmen. So, wir haben heute in Josua gelesen, wenn man Ziegelsteine aufeinander legt, dann entsteht vielleicht ein Wall oder eine Mauer. Aber kann man das dann auch mit Wasser machen, so wie in der Bibel gerade wir gelesen haben? Das ist Irrsinn. Nicht wahr? Aber wenn wir heute hier in Josua lesen, steht da, dass das Wasser sich nach oben hinauf bildet. Das haben wir doch alle gemeinsam gelesen, oder? Da steht doch, dass das Wasser stehen bleibt wie ein einziger Wall. So, wie müssen wir das nun annehmen? Wirklich, wie ist das jetzt anzunehmen? Wie ist das zu verstehen? Unserer Logik nach würden wir sagen, okay, das Wasser hat nicht mal eine feste Gestalt, ist kein Stein, kein Stock, kein Ziegelstein. Wie kann man das aufeinander bauen? Das würde ja sofort alles wieder herabfließen. Mit den Gedanken von uns, mit unserer Denke, mit unserer Welt der Logik, können wir überhaupt nicht die Welt von Gott verstehen. Das, was der Herr gesagt hat, wenn das übereinstimmt mit unserer Meinung, können wir ganz glücklich vielleicht Jesus folgen. Aber wenn die Worte von Gott nicht mit unseren Gedanken übereinstimmen, wenn es mir nicht passt, um was geht es denn eigentlich in Josua 3? Sie sind gerade am Fluss Jordan und zur Erntezeit gibt es immer eine Flut und das Wasser, es gibt eine kleine Überschwemmung. Aber der Priester, wenn er in diesen Fluss tritt, in dem Moment an wird das Wasser stehen bleiben, steht da. Aber dann soll man noch unter diesem Wasser durchlaufen. Und ich habe mir gedacht, ah, der Herr, was möchtest du mit mir anstellen, dass ich Fischfutter werde? Ich verstehe ja schon, dass ich hier durchgehen soll, aber dennoch bin ich doch ein wertgehaltener Knecht Gottes, nicht wahr? Und er hatte bestimmt ganz viele Gedanken dabei bekommen, bevor er diesen Akt wirklich ausführen sollte. Die meisten Menschen
meinen, das Glaubensleben bedeutet, gut zu sein, sanftmütig zu sein, Böses nicht zu tun, immer aufrichtig zu bleiben, fromm zu bleiben. Ich muss ein bisschen Abstand nehmen vom Alkohol, ich muss Abstand nehmen vom Rauchen, ich darf nicht mehr lügen, ich muss gut sein, ich muss mich um meine Mitmenschen kümmern. Sie haben so eine Art von Denke, was das Glaubensleben betrifft. Aber ganz pragmatisch und praktisch gesehen hat das überhaupt gar nichts mit der Bibel zu tun. Denn die Bibel spricht, wie gut du gelebt hast, wie schlecht und böse du gelebt hast, das unterscheidet die Bibel überhaupt nicht. Wie viel ich gespendet habe, wie wenig ich gespendet habe, das gilt überhaupt nicht Gottes Interesse. Aber wenn meine Gedanken anders sind als die Gedanken von Gott, wenn ich meine Gedanken weiter glaube, lebe ich mit meinen Gedanken. Wenn ich dann aber an Gott glaube, wenn ich das Wort Gottes, die Bibel spricht über diesen Weg des Glaubens, Gottes Wort anzunehmen, obwohl sie meine Gedanken widersprechen. Wenn man so 1. Mose, 5. Mose, Josua liest, dann kommen Figuren wie Mose, Josua, König David und ganz viele verschiedene Menschen kommen in der Bibel vor. Im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die vier Evangelien, sie alle haben zwei Augen wie wir, eine Nase, einen Mund, 10 Finger, 2 Hände, 2 Füße. Sie haben das gleiche Abbild wie wir. Und die Menschen sehen diesen Jesus, der genauso aussieht wie sie selbst. Und die Biografie von Jesus, wie er bisher gelebt hat, das ist ein Leben, das wir mit unserer Logik, mit unserer Vernunft überhaupt nicht verstehen können. So, nun ist die Frage, muss ich Jesus folgen oder muss ich weiterhin meinen guten Werken glauben oder folgen? Und hier ist der springende Punkt. Nehmen wir an, Jesus kam auf die Erde und er hat den Willen im Kopf gehabt, im Plan gehabt, am Kreuz dann genagelt zu werden und dann zu sterben. Für uns. Jesus hat das ja auch tatsächlich vollendet. Aber dann auch uns gegenüber, das heißt, der Herr hat auch einen Ratschluss über uns, der ist ganz anders als meine Gedanken und das kann man in der Bibel wiederum entdecken. Weltweit fließt der Christentum in diese Denkschule und zwar in die Logik und in die Vernunft. Sie streben danach, die Christen streben heute danach, immer aufrichtiger und immer heiliger und immer besser zu leben. Aber egal, ob ich mich damit vereinbaren kann oder nicht, derjenige oder diejenige, die einfach dem Willen Gottes folgen kann, dann ist das ein wahrhaftiger Christ vor Gott. Egal, wer auch immer unter euch, wer dieses Problem genau erkannt hat und genauso wie Jesus diesen Weg gegangen ist, wenn ich dem Wort Gottes zuhören kann, ich meine, Jesus zu folgen, weil er meinen Gedanken auch entspricht, dann ist es ja ganz einfach. Aber etwas zu folgen, das meinen Gedanken, meiner bisherigen Art und Weise komplett widerspricht, diesen Weg zu gehen, das ist ganz schwer. Und die vielen Geschwister sträuben sich, diesen Weg zu gehen. Ich habe mit meiner Frau geheiratet und die letzten zig Jahre mit meiner Frau war ich einerseits in einigen Momenten sehr dankbar. Manchmal tat es mir meiner Frau sehr leid, weil sie es wegen mir sehr schwer hatte. Natürlich, jetzt momentan leben wir gut. Sie lebt wie eine First Lady momentan. Aber damals, die vielen Jahre zurück, das waren bitterharte Zeiten gewesen. Immer war ich geplagt mit den Gedanken, wegen mir leidet meine Frau, wegen mir hat es meine Frau sehr, sehr schwer momentan.
Wir hatten dann einmal eine Wohnung gefunden. Das war ein Gebäude aus Holz und wir sind in das zweite Stockwerk eingezogen. Wir hatten dann verschiedene Versammlungen, Gottesdienst und das Wohnzimmer war sehr praktisch, um eben Versammlungen zu haben und das war sehr gut gewesen. Und der Vermieter sagte, das ganze Haus besteht aus Holz, deswegen dürft ihr niemals, egal welche Art von Feuer, auch nur anzünden. Und er hat damit vollkommen recht. So, wir hatten dann vor der Toilette vom Vermieter eine kleine Kohlenpfanne damals angelegt und meine Tochter, meine Frau kochte darauf Reis und hat dann eben draußen gewartet, bis der Reis fertig war. Und meiner Frau gegenüber tat es mir sehr, sehr leid, jedes Mal das zu sehen. Und ich habe gesehen, wie sie mit dem gekochten Reis zurückkam. Und ich habe meiner Frau gesagt, Schatz, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wenn wir nächstes Mal wo umziehen, ziehen wir doch in ein Haus um, wo es eine Küche im Haus gibt. Und dann schaute sie mich an, direkt ins Gesicht, Schatz, warum sagst du so etwas? Sind wir hier, um gut zu leben, im Wohlstand zu leben? Wir können zufrieden sein, dass wir einfach dreimal am Tag essen können. Wir sind doch wegen dem Evangelium hier. Und das war das allererste Mal, wo mich meine Frau wirklich emotional sehr stark bewegt hat. Noch nie kam das zuvor oder auch danach vor. Ich habe mich bei meiner Frau bedankt. Ich habe gesagt, danke, ich danke dir. Aber danach, okay, den Rest überlasse ich allen euren Vorstellungen. Ich war einmal auf einer Reise gewesen. Das war kurz nachdem wir erst frisch geheiratet hatten. Und ich wollte unbedingt meiner Frau ein Geschenk mitbringen. Ich habe sehr lange überlegt, was man einer Frau schenken muss. Es war sehr schwer, etwas auszusuchen. Ich habe geforscht und geforscht und habe mich entschieden, eine Bluse zu kaufen. Und ich war dann zum ersten Mal in einem Frauenkleiderladen drin und ich habe mich schon ein bisschen befremdlich in den Laden gefühlt. Und dann habe ich ihr die Bluse gekauft und sagte ihr, Schatz, ich habe dir hier ein Geschenk mitgebracht. Und ich habe erwartet, dass sie sehr, sehr glücklich sein würde. Aber sofort starrte sie mich an und fragte mich, für wie viel hast du das gekauft? Eigentlich waren das 40 Euro und ich hätte am liebsten 20 Euro gesagt. Aber ich habe mich verkniffen und gesagt 40 Euro. Und dann sagt sie, wie bitte? Wie kannst du 40 Euro für das hier ausgeben? Und innerlich habe ich geschworen, nie wieder kaufe ich ihr eine Bluse oder irgendein Geschenk. Und daraufhin habe ich meiner Frau auch wirklich nie wieder ein Geschenk gekauft, weil vielleicht entsteht ja daraus wieder ein Streit. Und ich denke, das sind so die Unterschiede zwischen den Herzen, zwischen Mann und Frau. So, wir haben geheiratet. 50 Jahre daraufhin haben wir gemeinsam verbracht. In Russland beispielsweise, wenn ich das sage, schauen sie mich entgeistert an und fragen, wie? Noch nie hast du eine andere Frau dann geheiratet? Wie kann man mit einer Frau so lange leben? Und da dachte ich ja, die Russen haben es anscheinend so schwer, mit einer Frau einfach ihr Leben lang zu leben. Und sie waren so wie ist das möglich, dass man nur mit einer Frau lebt? Ich denke wiederum, wie kann man denn mit zwei Frauen leben? Aber während ihres Lebens hat meine Frau die wirklich sehr bittere, harte, beschwerliche Welt erlebt. Ich versuche sie immer wieder zu verstehen, aber es gibt da Momente, wo mein Verstand nicht mehr reicht. Einmal habe ich sehr, sehr groß und arg mit ihr gestritten und dann habe ich in der Bibel gelesen. Und dann kam der Vers vor, die Frau soll dem Mann gehorsam sein. Und ich habe die Bibelstelle sofort aufgeschlagen und ihr vorgelesen. Und dann sagte meine Frau, ich habe erwartet, dass sie sagte, Herr Schatz, es tut mir leid, ich war nicht gehorsam. Aber sie machte ihre Augen ganz groß und fragte, warum liest du nicht weiter? Und drunter stand, und der Mann liebt seine Frau so, wie Christus die Gemeinde liebt. Wenn du mich liebst, Schatz, würde ich dich genauso gehorsam sein.
Aber egal, was ich gesagt habe oder ihr an den Kopf geworfen habe, es gab einfach kein Ende. Natürlich, unser Eheleben war nicht einfach nur geradlinig. Aber wir haben mittlerweile 50 Jahre gemeinsam verbracht. Und mittlerweile vielleicht ist sie ja langsam aus der Puste gekommen. Und ich sehe, dass sie mir schon entgegenkommt und immer wieder auch meine Meinung zustimmt. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Mit dem Alter wird man schwach auf den Beinen, man wird gebrechlich. Ich frage mich manchmal, was passiert, wenn sie eigentlich stirbt? Und deswegen bitte ich immer und flehe ich innerlich, bitte leb ganz lange. Ob du den Reis verbrennst oder kein Essen mehr machen kannst, und egal, aber das Essen, der Reis kann bei uns gar nicht brennen, weil wir das alles in diesem Reiskochtopf mittlerweile braten oder machen. Hier, wir haben ganz viele Ältesten und einige sind im ähnlichen Alter wie ich. Und ich denke, viele verstehen gerade, worüber ich rede. Wenn Mann und Frau ganz gleich wären, dann wären sie ja kein Mann und keine Frau. Sie haben Unterschiede. Frauen beispielsweise sind manchmal sehr einfach gestrickt, aber in einigen Kategorien sind die Männer viel komplizierter. Sie verfallen in ein großes Geflecht von Gedanken manchmal. Zum Beispiel wie, was passiert, wenn ich etwas falsch mache, eine falsche Entscheidung treffe und dann kommt der ganze Fluch über unser Leben, der Haussegen hängt dann schief im Haus und aber wiederum Frauen denken eher flach in verschiedenen Kategorien im Leben. Egal, wie unfähig ein Mann auch ist, dieser Mann versucht dennoch, die Verantwortung seiner Familie zu übernehmen. Sie denken oft, wenn ich nicht hier das Haupt bin, wird meine Familie zugrunde gerichtet werden. Und das ist der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau. Stimmt das? Danke. Aber wir als Ehepaar sind ganz unterschiedlich. Wir haben ganz unterschiedliche Gedanken. Männer beispielsweise, wenn sie sich Objekte anschauen, dann wenden sie sich um 360 Grad das Objekt und begutachten es sehr, sehr gut und präzise und akribisch. Frauen wiederum eher weniger. Frauen zum Beispiel werden sehr oft und sehr schnell Opfer von Voice-Phishing. Wenn man zu Frauen sagt, glaubt an Jesus, dann sehr oft und sehr schnell sagen sie, okay, ich glaube. Aber den Männern, wenn ich sage, glaubt an Jesus, sagen sie, ah, mein Onkel hat mich hierher gebracht, damit ich jetzt fleißig studiere oder ich komme aus einem buddhistischen Haus. Wie soll ich an Jesus glauben? Ah, meine Familie ist eigentlich von Haus aus katholisch. Und sie bringen dann ganz wirre Vernetzungen und komplizierte Gedanken auf. Und sie haben ganz viele Grübeleien im Kopf wegen der Verantwortung der Familie. Und wenn Männer dann über 30, über 40 Jahre alt werden, ist das Leben sehr ermüdend, weil sie zu viele Vernetzungen, zu viele Gedanken in ihrem Kopf haben. So, Frauen und Männer sind ganz anders. Aber die Schwestern müssen jetzt hier gut hinhören. Weil eine sehr, sehr weise Frau letztendlich gehorcht ihrem Mann. Egal, wie selbstrichtig sie auch sein mag oder richtig sie auch liegt. Ein wahrhaftiges Mitglied der Gemeinde schaut nicht nur auf sein Urteil, das ist möglich oder das ist nicht möglich, sondern sie fragt nach, was sagt die Bibel und dem tue ich meinen Willen dazu. Wenn ich so in meinem Leben leben kann, dann wird alles gesegnet, meine Familie, mein Glaubensleben. Aber bei den Menschen, wir sind ganz anders strukturiert. Der Satan zum Beispiel. Satan ist vor Gott eigentlich ein Nichts, aber dennoch ist es so weise und durchtrieben, uns Menschen zugrunde zu richten. Satan spielt sein Spielchen, damit wir niemals an Gott glauben können, dass wir immer andere Gedanken hegen als die von Gott. Und das ist die Hauptaufgabe von Satan.
Wir haben die Bibel vor uns und wir lesen gerade in der Bibel. Und das so Interessante ist ja, ich habe einmal mit einem Unipräsidenten gesprochen. Er hat mitbekommen, dass ich da war und erst dann eine Stunde hat er Fahrt in Kauf genommen, um mich zu treffen. Und wir haben dann gemeinsam über die Bibel gesprochen. In Römer Kapitel 4, 23 habe ich gesagt. Und er meinte, er kann alles. Da stand dann, dass die Menschen alle gesündigt haben und zum Ermangeln des Ruhmes vor Gott gelten. Aber Vers 24 sagt ja, dass wir aber ohne Verdienst gerecht geworden sind durch die Gnade, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und ich habe ihn gefragt, so, was steht in der Bibel? Und er sagte, ja, wir müssen fleißig vor Gott sein, damit wir vor Gott gelten können. Aber obwohl er den Posten eines Unipräsidenten hat, hat er etwas ganz anderes geantwortet als das, was er eben in der Bibel gelesen hat. Das liegt ja nicht daran, weil er irgendwie nicht intelligent genug ist, sondern weil er mit einer ganz anderen Sichtweise auf die Bibel schaut. Vers 24 im Englischen steht ja durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Sind wir gerecht geworden ohne Verdienst? Und auf Englisch heißt das justified. Und ich habe ihm gesagt, justified. Und er war sehr schockiert, das zu hören. Dass wir schon gerecht geworden sind, ist ja überhaupt nicht geschehen durch unsere Werke, sondern durch die Gnade Gottes. Und deshalb sprechen wir hier ja über die Gnade. Die Gnade ist keine Gnade mehr, sobald unsere Werke mitgewirkt haben. Viele Menschen heute versuchen durch ihre eigenen Werke die Erlösung Christi zu bekommen. Sie versuchen nur die Gnade zu bekommen, aber währenddessen tun sie Buße und tun irgendwie Gutes. Und das ist der Grund, warum alle sagen, es ist so schwer, an Jesus oder an Gott zu glauben. Aber dieses Konzept, was wir haben, in unserem Verstand nach können wir nicht verstehen, wie kann denn Wasser fest werden und eine Art Walz werden? Aber in Gottes Konzept, in Gottes Denke ist das möglich. Und wenn die Priester auf das Wasser treten, stehen sie im Trockenen und unter dem Wasser können die Menschen durchgehen. Das ist die Logik von Gott. Aber dass das Wasser sich hochbildet, sobald die im Wasser sind, stellt euch vor, das Wasser fließt wieder doch herab, würden alle ertrinken und ersaufen. Und das sind so viele Dinge, die wir Menschen überhaupt nicht verstehen könnten. Viele Menschen sind selbst zum Standard vieler Dinge geworden und versuchen nach diesem Standard die Dinge anzunehmen. Das ist der Grund, warum viele dann die Bibel einerseits nicht annehmen können. So, was hat dann Gott gesagt? Er hat Jesus geschickt. Bevor er kam, von 1. Mose an, hat der Herr bereits immer wieder erwähnt, Jesus wird kommen. Und genauso wie Jesus an Gott glaubt, brauchen wir auch nur an Gott zu glauben, wie er. Aber in uns wirkt der böse Geist. Hat der Satan eine komplett andere Welt geschaffen als die Welt von Gott? Und wenn wir dann auf die Bibel schauen, nach unserer Welt, dann gibt es so viele Dinge, mit denen wir in Konflikt stehen. Wir können nicht alles einfach durch alles annehmen. Ich war dieses Mal in Hongkong und habe so 1000 Pastoren getroffen und habe 4 Tage lang ihnen das Evangelium verkündet. Worüber sie so verblüfft waren, war erstens die Tatsache, dass meine Predigt gar nichts Besonderes war. Aber das Wichtige war, egal wie es in unseren Augen erscheint, Gottes Wort hat Recht.
In Römer 3, 24 hat der Herr gesagt, wir sind gerecht. Wir sind gerecht geworden ohne Verdienst. Aber dass er uns gerecht genannt hat, basiert ja nicht auf unsere guten Taten, auf unsere vielen Spenden, auf die vielen Teilnahme am Frühmorgengottesdienst, sondern dieses Maß an Gerechtsein, wenn es der Herr bestimmt, dann hat das alles überhaupt gar nichts mit unseren Werken zu tun. Er allein schaut auf Jesus Christus und benennt uns gerecht. Ist das verständlich? Als der Herr uns die Gesetze gegeben hat, hat er anfangs gesagt, wir müssen alle Gesetze halten, damit wir in das Himmelreich gehen können. Aber in der Bibel kommt auch nicht nur eine Person vor, die sich an die Gesetze halten konnte. Deswegen konnte nicht mal eine einzige Person durch das Einhalten der Gesetze in das Himmelreich gehen. Und so hat Gott nun die Gesetze verändert. Wie verändert er die Gesetze? Beispielsweise bei einem Fußballspiel gibt es normalerweise 11 Spieler. Auch wenn ich als einzelner Spieler super gut bin, heißt das nicht Erfolg für die Gruppe, sondern alle Teilnehmenden müssen ein gutes Zusammenspiel herstellen, damit die Gruppe gewinnen kann. Das ist so beim Fußballspiel. Egal wie gut ich als Einzelner gut bin, wenn das Kollektiv, wenn mein Herz mit den anderen nicht übereinstimmt, bringt das gar nichts. So, dieses Spiel in das Himmelreich nun zu gehen, wenn wir beispielsweise Olympische Spiele haben, dann gibt es diese Kategorien wie Marathonlauf oder Eislaufen, Schwimmen und etc. Wir bekommen ja nicht Gold, nur weil alle Bürger von Südkorea an diesen Sportsachen teilnehmen, sondern wir schicken einen Vertreter zum Marathon und wenn er Gold bekommt, bekommt das ganze Land Gold. Wenn ein Vertreter beim Schwimmen Gold bekommt, bekommt ganz Korea Gold. Nicht alle koreanischen Bürger müssen irgendwie gut im Sport sein und gut laufen können. Es hängt alles von dem Vertreter ab, von dem einen Nationalspieler. Auch wenn ich persönlich schlecht bin im Sprinten, im Langlaufen, im Schwimmen bin, ist das eigentlich egal, weil es hängt davon ab, ob unser erwählter Nationalspieler, unser Vertreter gut ist oder nicht. Auch wenn ich mit einem kaputten Fuß, mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liege, gewinne ich mit dem Sieg von dem Vertreter auch die Goldmedaille. Und der Herr hat sich für diese Methode, für dieses Gesetz entschieden. So, wer ist unser Nationalspieler? Wer ist unser Vertreter? Das ist Jesus Christus. Verstanden? Und dieser Jesus Christus rennt nach den Richtlinien von Gott. Und wenn er perfekt dann die Goldmedaille ergattert, dann egal, ob wir lahm an den Füßen sind, auch wenn wir hinken. Ganz Korea kann den Sieg einer Goldmedaille feiern. Und dafür, für diese Option, für diese Art von Gesetz hat Gott sich entschieden, um uns zu erretten. Deshalb ist es für Gott nicht interessant, ob wir gut sind, ob wir sanftmütig sind, ob wir fromm sind. Bei einem Olympischen Spiel muss also nur der eine Nationalspieler trainiert werden. Wir gehen ja nicht auch zum Trainingsplatz und üben da, sondern wir machen unser Nickerchen und wir verbringen unseren Alltag ganz normal. Wenn nun dieser eine Vertreter Spieler siegt, dann ist das ein Sieg für Korea. Dann schwenken wir die koreanische Flagge und wir feiern alle die Goldmedaille. Weil es nun gar keine einzigen Menschen gibt, der sich an die Gesetze halten konnte, hat der Herr Jesus Christus auf die Erde geschickt. Durch den Verdienst von Jesus ist für uns ein Weg entstanden, in das Himmelreich zu kommen. Und das hat überhaupt nichts mit unseren Werken zu tun, auch wenn unsere Werke gut sind. Und könnt ihr dazu Amen sagen? Ja, 5 Leute konnten Amen sagen.
Könnt ihr alle Amen sagen? Egal, wie viel ich in der Bibel gelesen habe, egal, wie gut ich mich in der Bibel auskenne, egal, wie viel Geld ich gespendet habe, egal, welche guten Taten ich vollbracht habe. Das alles hat ja überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Aber das falsche Glaubensleben sagt, Gott hat zwar gesagt, durch die Erlösung Jesu Christi sind wir gerecht geworden, aber uns mangelt es ja gar nichts mehr, dass Jesus uns gerecht machen kann. Aber viele Gemeinden heute sagen, ich muss doch gut sein. Ich darf doch nicht sündigen. Ich muss doch vollkommen werden, damit ich in das Himmelreich gehen kann. Aber bei einem Marathonlauf, wir sind schon disqualifiziert worden, weil wir zu viel gesündigt haben. Egal, wie wir probieren, können wir überhaupt gar nicht das Standard von Gott erreichen. Wenn wir das Level von Gott erreichen könnten, könnten wir von selbst aus es schaffen. Aber bisher, seit der Geschichte der Menschheit, gab es keinen einzigen Menschen auch nur, der allein durch die Einhaltung der Gesetze in das Himmelreich gehen konnte. Das ist der Grund, warum der Herr uns Jesus auf die Erde geschickt hat. Ich habe unzählig viele Pastoren auf der ganzen Welt getroffen. Viele Pastoren kamen mit so einer Denkart zu mir und haben gesagt, ich muss spenden, ich muss fasten, ich muss Bibel lesen, ich muss fromm leben, ich muss aufrichtig leben. Aber die Bibel sagt keines davon. Allein durch die Gnade von Gott, allein durch die Gnade von Jesus kann ich die Rettung annehmen. Jesu Gutmütigkeit wird meine Gutmütigkeit. Jesu Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit. Durch die Gnade von Jesus bekomme ich die Rettung. Und warum das Glaubensleben so schwer ist, weil es keinen Menschen gab, der die Gerechtigkeit Gottes irgendwie erfüllen konnte. Das war der Grund, warum der Herr nun geplant hat, okay, jetzt muss ich Jesus, meinen Sohn, auf die Erde schicken. Die ganze Aufgabe, gerecht zu werden, hat dann nun Jesus übertragen. Egal wie viel wir auch sündigen mögen, egal wie schlimme Sachen wir begangen haben, dass wir nur zu berechtigt sind, in die Hölle zu gehen. Sind wir dennoch gerecht? Stimmt das? Versteht ihr das? Auch wenn ich gestohlen habe, bin ich gerecht. Auch wenn ich das alles gemacht habe, bin ich gerecht. Warum? Weil all meine Morde, meine Diebstähle, mein Ehebruch zu Jesus übergegangen ist und ich die Gerechtigkeit Jesu bekommen habe. Ist nun die Frage, das ganze Hauptaugenmerk gilt Jesus. So, hat Jesus nun gesündigt oder nicht? Ich war einmal in Amerika. Und ich war in der dritten Klasse im Flugzeug. Nachdem ich wiedergeboren war, hat der Herr mich ziemlich klein gehalten. Also er wollte nicht, dass ich wachse. Ich bin 1944 geboren. Direkt 6 Jahre später gab es den Koreakrieg. Im Koreakrieg war Korea bitter und furchtbar arm gewesen. Es gab nichts zum Essen. Und ich habe alles gegessen, das nur essbar war. Und ich hatte immer wieder Nährstoffmangel, sodass ich nicht so wirklich wachsen konnte. Die Generation nach mir ist größer im Durchschnitt. Mein Enkelsohn ist 190, also 1,90. Und ich finde das schon manchmal eklig. Aber da im Flugzeug, das passt wunderbar mit meiner Art und Weise, weil als ich dann in der dritten Klasse im Flugzeug saß, hat die Passform von dem Sitzen war genau meine gewesen. Ich saß da drin wie angegossen. Aber ich habe dann Mitleid bekommen mit Leuten, die einfach verschwenderisch groß sind, also unnötig groß, weil sie ihre Füße gar nicht unter die Sitze legen konnten. Also sie mit den ganz langen Beinen hatten überhaupt gar keine Beinfreiheit und waren da wirklich so eingepfercht. Saßen Press an Press irgendwie zwischen den Reihen.
Aber ich genieße es, in vollen Zügen im Flugzeug zu sitzen. Ich bin mit einem Bruder gemeinsam im Flugzeug eingestiegen und er sagte, werde in der ersten Klasse sitzen. Er meinte, ich habe hier die erste Klasse. Habe ich gesagt, okay, schön für dich, dann sehen wir uns später. Aber dann, bevor wir abgehoben sind, kam der Bruder wie zu mir und sagte dann, Pastor, geh du doch bitte in die erste Klasse. Komm, tauschen wir bitte unsere Sitzplätze. Ich habe gesagt, du, dritte Klasse hin oder her, mir macht das gar nichts aus. Du hast doch Tickets gekauft, dann setzt du dich doch einfach in die erste Klasse. Pastor, meinst du wirklich, dass ich die erste Klasse für mich gekauft habe? Ich habe das doch für dich gekauft, Pastor. Und ich habe gesagt, ja, das ist dein Ding. Ich sitze hier, du hast bezahlt, ich möchte, dass du in der ersten Klasse sitzt. Und später kamen dann die anderen Geschwister und mussten ihn trösten, weil er war dann so traurig gewesen. Aber für mich, dritte Klasse macht eigentlich gar nichts aus. Aber er war fast den Tränen schon nahe. Ich habe gesagt, du, es macht mir nichts aus, ich kann hier sitzen. Aber die Geschwister in der Umgebung sagten, na, Pastor, komm schon. Und während ich dann in die erste Klasse ging, habe ich mich riesig gefreut. Ich habe mich in meinem Herzen gab es Jubelschreie. Und Luftsprünge habe ich gemacht. Und nun saß ich in der ersten Klasse und er in der dritten Klasse. Er gab mir sein Ticket und er bekam mein Ticket. Das heißt, er hatte von Anfang an schon das geplant. Er wollte also, dass ich in der ersten Klasse sitze. Aber wenn ich bis zum Ende bestanden hätte, dass ich in der dritten Klasse sitze, hätte wahrscheinlich dieser Bruder irgendwann wirklich komplett geweint. Ah, so etwas nennt man Gnade. Ohne Geld zu bezahlen, ohne irgendwelche Leistung zu bringen, dass man da sitzen kann. Ob ihr gut seid oder Gesetze haltet und wenn ihr dadurch in das Himmelreich kommt, ist das gar keine Gnade. Da sprechen wir nicht mehr über Gnade, sondern Leistung. Über Lohn. Gnade ist, wenn wir nichts gemacht haben, aber eine uneingeschränkte Leistung dafür zu bekommen, eine Gnade zu bekommen. Meine Gegenleistung war es, in die Hölle zu gehen. Aber Jesus hat diesen ganzen Fluch auf sich genommen und Jesus hätte eigentlich in das Himmelreich gehen müssen, zum ehrenvollen Platz, zur Rechten Gottes. Aber nun hat er uns diesen Platz überlassen. Wenn wir aber nun etwas tun, dann ist das gar keine Gnade mehr. Weil in Römer 4, 4 sagt der Herr, auch dem aber, der mit Werken umgeht, wird er nun nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. So, wir mit unserer klein karierten Denkart und diese unfassbar große Welt der Gedanken Gottes, da liegen Welten dazwischen, sodass es keinen einzigen Menschen gibt, der dieselben Gedanken hegt wie Gott. Das ist der Grund, warum wir unsere Gedanken niederlegen müssen, weil der Herr bereits gesündigt hat, weil wir bereits gesündigt haben, sind wir schon verdammt und müssen eigentlich in die Hölle gehen. Aber der Herr ist am Kreuz gestorben. Und genauso wie ich mein Ticket getauscht habe mit dem Bruder erste Klasse und dritte Klasse, der Jesus auch hat meine Sünde auf sich genommen. Er musste leiden, er hatte es schwer. Und es ist Gottes Gnade, dass wir nun in das glorreiche Himmelreich hineingehen können. Egal, ob wir gut waren oder nicht gut waren, unabhängig davon mussten wir ja eigentlich in das ewige Verdammnis eingehen. Aber genauso wie ich es in die erste Klasse danach geschafft habe, anstatt die dritte, hat der Herr auch für uns alles erfüllt, dass wir in das Himmelreich gehen können.
So, wenn ich aber Gegenlasse bringe, von da an ist das gar keine Gnade mehr. Worüber spricht Josua? Er muss ja in das Land Kanaan einziehen. Und wir können nur in das Kanaan-Land einziehen mit Hilfe von Gott. So, alle Dinge, die wir nun machen, die tun wir nicht nach unseren Methoden, sondern müssen die nach den Methoden Gottes tun. Der Priester, er stand im Fluss und der Strom war ganz schön stark und wollte ihn schon fast mitziehen. Aber als er dann wirklich mit den Beinen im Wasser stand, habt ihr zufällig den Film 10 Gebote gesehen und ich habe gehört, das kommt dort vor, das Wasser bleibt stehen. Mitten im Strom bleibt das Wasser stehen und wir können das nicht verstehen. Und jetzt müssen die Menschen oder das Volk unter diesem Wasser durchlaufen. Aber was passiert, wenn das Wasser plötzlich dann doch herabfließt? Wenn sie Angst gehabt hätten, wenn sie gezweifelt hätten, dann wären sie ja alle im Wasser ersoffen. Aber wir Menschen, die an Gott glauben, wir Menschen des Glaubens, für uns ist das unlogisch, dass das Wasser stehen bleibt. Aber wenn Gott sagt, dass das Wasser stehen bleibt, dann wird das Wasser stehen bleiben. Und auch, obwohl ich weiß, wenn das Wasser herunterfließt, werde ich sterben, folge ich trotzdem dem Wort Gottes, das mir sagt, geh durch. Auch die Ältesten hier. Für euch, das Glaubensleben ist sehr einfach, weil all die Dinge, die wir machen müssen, hat Jesus ja schon getan. Der Grund, warum das Glaubensleben hart ist, schwer ist, ist, weil wir alles übernehmen möchten, anstatt der Herr. Der Grund, warum das Glaubensleben nicht funktioniert, ist ja gar nicht, weil es zu schwer ist, sondern weil es zu einfach ist. Die Leute, die in die Hölle gehen, gehen ja nicht in die Hölle, weil sie viel gesündigt haben, sondern weil sie zu nett waren. Das ist was Wichtiges. Versteht ihr das, Pastoren? Die Pastoren aus dem Ausland, versteht ihr das? Wir sind zu gut, wir sind zu nett und damit möchten wir vor Gott gelten und ins Himmelreich kommen. Aber mit unserer Gutmütigkeit schaffen wir es nicht, vor Gott irgendwie als gerecht zu gelten. Und dieser eine Bruder, genauso wie er mit mir sein Flugticket dann getauscht hat, obwohl ich nur das Geld für dritte Klasse bezahlt habe, sitze ich am Ende in der ersten Klasse und ich kann diesen ganzen Flug genießen. Dort kann man Betten machen mit seinem Sitzen, sie bringen Decken mit. Und normalerweise gibt es ungefähr 12 erste Klasse Sitze. Aber für die 12 Sitze gibt es schon 4 Stewardesse. Jedes Mal, wenn man sich ein bisschen regt, fragen sie und kommen und fragen, was ist los, brauchen sie etwas? Und dann, bevor ich ausgestiegen bin, habe ich ein bisschen Beinübungen gemacht. Und sie brachte mir dann so eine Art Brett aus Bambusholz und ich bin darauf getreten und einmal bin ich drauf gesprungen und dann ist das zu Bruch gegangen. Und ich habe die Stewardess gerufen und ich habe gefragt, was soll ich damit machen? Und ich habe erwartet, dass sie mich anschreit und sagt, ich soll das sofort zurückbezahlen. Aber sie fragte mich, soll ich ihnen etwas Neues bringen? Das geht sehr oft zu Bruch. Und das macht eben die erste Klasse aus. Und das ist auch die Gnade. Aber ich werde nie wieder darauf wieder springen. Ich sollte lieber einfach auf meinen eigenen Fuß springen, aber nicht auf so einen Bambusteil. Das heißt, in der ersten Klasse ist auch so viel Leistung entgegengebracht worden. Wir müssen zahlen, um in diesem Flugzeug zu sitzen. Und genauso, müssen wir Jesus akzeptieren, der für mich alles gemacht hat, um in das Himmelreich zu kommen. Wenn ich etwas gemacht habe, ist das ja gar keine Gnade mehr.
das Glaubensleben oder einfach dieses, wenn wir diese Denke über das Glaubensleben ändern, wenn wir einen anderen Blick darauf nun werfen, dann können wir auch Jesus wirklich frei annehmen. Beispielsweise, die Leute haben sich auch gefragt, morgen um diese Zeit wird ein Maß feines Mehl ein Schekel und zwei Maß Gerste ein Schekel im Tor von Samaria gelten. Mit unserem Menschenverstand fragen wir uns, wie ist das möglich? Und egal, was die Menschen auch tun und lassen, wir sind nicht qualifiziert, in den Himmel zu gehen. Jesus hat genauso zwei Augen, eine Nase, einen Mund und zwei Ohren. Und so einen Mensch, der genauso aussieht wie uns, hat der Herr geschickt, uns zu erretten. Zwei Arme, zehn Finger, zwei Hände. Und der Herr sagt, schaut auf meinen Sohn Jesus. Und seine Leistung ist nun meine Leistung geworden. Der ganze Fluch, der auf mich hätte kommen müssen, ist auf Jesus übergegangen, sodass wir nun in den Himmel gehen können. Und das wurde ja vollzogen. Ja, wir fragen uns, ah, das Wasser, das kann sein, dass es ja herabfließt und ich werde hier im Wasser ertrinken. Aber es ist so interessant und so verblüffend und faszinierend. Ja, klar haben wir Zweifel. Ich bin nicht mal ein Schwimmer. Was soll ich machen, wenn das Wasser doch dann irgendwie wieder herabfließt? Ohne irgendetwas auch nur gut gemacht zu haben. Die meisten Menschen sagen gerade deswegen, Herr, ich bin ein Sünder. Herr, ich bin ein Sünder. Und weil sie auf sich selbst schauen, können sie nicht sagen, dass sie gerecht sind. Aber Jesus ist für uns gestorben. Und wenn wir wissen und sagen, Jesus ist für mich gestorben, ich bin gerecht geworden. Wenn Jesus für mich doch mich gerecht gemacht hat, dann ist das so. Aber wenn wir daraufhin bestehen, nee, Herr, ich bin immer noch Sünder, weil ich gesündigt habe, bedeutet das letztendlich, dass ich nicht an Gott glaube, sondern an meine eigenen Gedanken. Versteht ihr das jetzt bisher? Könnt ihr mir folgen? Wenn wir es bisher verstanden haben, machen wir weiter. So, jetzt sagt Gott zu mir, ich bin gerecht. Römer 3, 23. Durch die Erlösung, die durch Christi Jesu geschehen ist, werden wir gerecht ohne Verdienst. Er hat gesagt, wir sind schon gerecht geworden, sagt die Bibel. Das sagt gar nicht Pastor Park, sondern das sagt die Bibel. Und diese Bibel ist das Wort von Gott. Amen. Wenn das Wort von Gott zu mir sagt, ich bin gerecht, dann muss ich sagen, ich bin gerecht. Ich kann nicht weiterhin sagen, nee, nee, ich bin ein Sünder. Das geht nicht. Warum? Weil derjenige oder diejenige ist jemand, der weiterhin ständig an seine eigenen Gedanken behält. Die Pharisäer, die Zöllner, die Schriftgelehrten oder Priester, sie sind so schlecht im Glaubensleben. Warum? Weil sie ihren eigenen Gedanken glauben. So, basierend auf diese Prinzipien. Ja, ich bin schwach, ich bin unfähig. Es mangelt mir, ich bin schmutzig, ich bin verlogen, ich bin böse. Ich bin jemand, der niemals gerecht werden kann. Ich bin jemand, der niemals heilig werden kann, egal was ich tue und lasse. Aber damals, als ich in Kimchang gelebt habe, hat sie das schönste Kind auf der Welt geboren, meine Tochter Eunsuk. Meine Schwägerin damals hat im Krankenhaus gearbeitet. Und wir haben dann unser Kind dort bekommen. Und am Geburtstag meiner Tochter sagte die Schwägerin, du Eunsuk, du bist ein Glückspilz, weil heute ist auch mein Zahltag. Und für Eunsuk hat sie dann
alles gekauft, was sie brauchte, alles vorbereitet. Und ich war so sehr dankbar. Aber wir hatten kein Geld, bis nach Kimchon zu fahren. Und dann war ein Missionar da. Der ist nach über Kimchon, hätte er in eine andere Stadt fahren müssen, meinte er. Ich habe ihm gesagt, auf dem Weg zufällig nach Kimchon, meine Frau und ich, unser Baby könnten wir zu dritt mitfahren. Und er sagte, ja, natürlich können Sie mitfahren. Und so saßen wir auf seiner Rückbank und wir fuhren alle gemeinsam nach Kimchon. Wenn ich jetzt so zurückdenke, wir waren ja zur Mittagszeit da, hätte ich noch sagen sollen, ja, kommen Sie zu uns nach Hause, dass ich Ihnen Essen geben könnte. Aber damals war ich so naiv und kurzsichtig. Ich habe nicht darüber bis dorthin weitergedacht. Aber weil ich damals einfach nichts hatte. Und auf dem Weg, im Auto hatten sie ja drei Plätze in der Rückbank. Und wie gesagt, dieser war ja so glücklich gewesen, als ich gefragt habe, ob ich mitfahren könnte. Und so haben wir es geschafft, in Kinshan anzukommen. Aber wenn ich das jetzt mir genauer betrachte, dieser Missionar war nicht jemand, den ich sehr gut kannte. Ich habe den höchstens nur flüchtig begrüßt. Aber es war so interessant, dass es sein Weg direkt mit unserem Weg sich überschnitten hatte und dass wir den gleichen Weg nehmen mussten. Weil meine Frau kam gerade aus dem Krankenhaus mit dem jungen Baby und da war ja da, der auch mit nach Kimchon, der auch nach Kimchon fahren musste. Und da habe ich gesehen, ah, für unseren Umzug hat der Herr sogar ein Auto vorbereitet. Und dann sind wir ausgestiegen und haben dann Tschüss gesagt. Und solche einzelnen Momente erfüllen mein Herz mit großer Dankbarkeit, während ich in dem Herrn lebe. Der Herr, ohne in meine Hosentasche zu greifen, weiß er ganz genau, wie viel Geld ich in meiner Hosentasche habe. Ohne einen Blick auf mein Konto zu werfen, weiß er ganz genau, wie viel Geld ich auf dem Bankkonto habe. Dass ich so viel Geld gerade habe und wie viel ich noch brauche, das weiß Gott genauso. Welche Aufgaben ich nun angehen soll, all diese Dinge, darüber weiß Gott schon Bescheid und dafür bin ich auch so sehr dankbar. Egal wie kleingläubig ich auch bin, ich habe eher Zweifel als Glauben. Früher, ich hatte einen schlechten Charakter, ich war immer grundlegend meist so missmutig. Aber egal, auch wenn ich so ein Kleingläubiger war, der Herr kannte mich. Er hat mich zur Rettung geführt. Er hat mich geleitet. Und die einzelnen Schritte, die ich in Jesus getan habe, lassen mich heute an ihn glauben. Ich kann gar nicht anders. Und das Leben, wo ich an ihn glaube, das Leben, wo ich groß bin und schon ausgewachsen bin, das ist ein ganz anderes Leben. Mittlerweile bin ich ja eigentlich schon ein, ja, sehr älterer Herr geworden. Früher stieg ich mal in eine Straßenbahn ein und dann kam sofort ein Schüler und sagte mir, hier, hier, Opa, setz dich hier hin. Und an dem Tag habe ich erst mich wiedergefunden als einen Opa. Im Laufe der Jahre habe ich gar nicht richtig gemerkt, dass ich ein Opa geworden war. Aber kein einziges Mal während meines gesamten Lebens hat der Herr
seine Versprechen nicht gehalten. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft, so wird euch aufgetan. Also in diesen Stellen müssen wir wirklich klar trennen. Also, das ist also eine Welt, wo Gott arbeitet und das Wort wirkt. Wenn wir ganz genau an das Wort geglaubt haben, ist alles nach seinem Wort auch geschehen. Wir scheitern nicht im Glaubensleben, weil wir schlechteren sind, sondern weil wir sogar zu gut sind. Weil der Herr uns reichlicher beschenken möchte und geben will. Weil alles einfach nach Gnade geschieht. Kürzlich bei der Christmas Cantata habe ich ja schon gesagt, in L.A. hatten wir 2 Aufführungen, in Las Vegas, in Salt Lake City, in Denver hatten wir jetzt nun schon die 5. Aufführung. L.A. um 15 Uhr und um 17 Uhr hatten wir die Veranstaltung. Und nachdem alle gekommen waren, bin ich dann zur ersten Reihe hingegangen, habe mich dann hingesetzt. Und ich habe die alle nicht gekannt, die kannten mich auch nicht. Aber während der Kantata musste ich meine Tränen so verkneifen. Ich musste meine Tränen so stark unterdrücken. Aber ich habe gesehen, meine Nachbarn, sie haben alle geweint. Und ich kam auf die Idee, bevor wir nächstes Jahr wieder mit der Kantata starten, bauen wir einen Stand, wo sie Taschentücher verkaufen oder Halstücher verkaufen, damit sie ihre Tränen abputzen können. Ein Taschentuch 1 Euro, der restliche so Tücher für 3, 5 Dollar. Sie sind alle in Tränen aufgelöst gewesen. Weil ich habe gesehen, wie die Kantata alle ihre Herzen wortwörtlich erobert hat. Ich habe da ungefähr für eine halbe Stunde lang das Wort gepredigt. Und sie sind alle so bewegt. Und am Ende haben wir noch die Bücher verteilt, so bin ich aus der Sünde befreit und gerettet worden. Und sie haben sich gefreut. Normalerweise so 3.500, 4.000, 5.000 Gäste kommen in L.A. So ist das Ausmaß der L.A. Kantata. Aber die Gesichter, die dann heraustreten von der Halle, sie sind mit Freude erfüllt, sie leuchten. Ich frage mich, waren sie jemals glücklicher gewesen als jetzt dieser Moment? Jetzt im September und im Oktober, so haben wir so 140.000 Gäste schon gehabt insgesamt. Und sie alle haben von dieser Freude geschmeckt. Aber ich habe so eine riesen Gnade von Gott bekommen. Und weil sie so glücklich sind, macht es mich auch gleichzeitig sehr glücklich. L.A. hat so 3,5 Millionen Einwohner, aber alle mit dem Evangelium zu erreichen, müssen wir vielleicht ja, 100 Jahre lang arbeiten. Aber diese Gnade, die ich von Gott bekommen habe, oder diese Freude, die ich von Gott bekommen habe, die kommt direkt einfach in mein Herz hinein. Und nun verkündige ich diese Freude von Jesus. Ich war jemand gewesen früher, der am Rande der Gesellschaft gelebt hat, der ausgegrenzt war, der dunkel war. Aber jetzt, indem ich Jesus verkündige, sehe ich, wie sich die Menschen verändern und das macht mich so dankbar und sehr glücklich. Das war damals, als ich noch im Gefängnis evangelisiert habe. Ich habe jeweils Art von Biografien von den Menschen geschrieben. Und dann gab es jemanden, der kam von Sonsan Gyeongbuk und auch meine Heimat war Sonsan. Ich habe ihn gefragt, bist du aus Sonsan? Er meinte, ja, ich auch. Er hat gesagt, ja, das ist auch meine Heimat.
Und ich kam dann mit ihm zu sprechen. Hast du denn Familienmitglieder? Ja. Ja, nachdem ich aber ein Mörder geworden bin, habe ich gar keinen Besuch bekommen. Über 10 Jahre bin ich hier und es besucht mich keiner. Mehrmals hat er Briefe geschickt, aber alle Briefe sind zurückgekommen. Sie wurden zurückgeschickt, weil es keinen Empfänger mehr gab. Und kurz vor seiner Entlassung habe ich ihn gefragt, hast du denn einen Ort, wo du verweilen kannst, nachdem du entlassen bist? Er sagte, nein. Du, in unserer Gemeinde haben wir mehrere freie Zimmer, du kannst in unsere Gemeinde kommen. Aber eines Tages, während er in unserer Gemeinde war, so für 10 Tage, sagte er, er möchte ausziehen. Warum willst du ausziehen? Ja, er möchte einfach draußen leben, evangelisieren und etc. Und dann meinte ich, das kannst du doch auch machen, während du hier wohnst. Aber er bestand darauf, auszuziehen. Ich habe ihm gesagt, du Bruder, ja, ich treffe nicht immer die richtigen Entscheidungen, was dich betrifft. Ja, wir sind nicht gerade im ja, reichsten Zustand, aber kannst du nicht einfach bei uns essen und mit uns leben? Und dieser Bruder plötzlich wurden seine Augen ganz glasig und hat angefangen zu weinen. Und da sagte er, Pastor, okay, dann möchte ich hier bleiben. Weil dieser Bruder dachte für sich, der Pastor Park hat gesagt, ich soll kommen, aber eigentlich möchte er gar nicht jetzt mich aufnehmen, aber er hält mich gerade nur aus und ich bin eigentlich nur eine Last für ihn. Aber mittlerweile kann er mich nicht mehr herauskicken, weil er mich ja aufgenommen hat. Aber nee, ich habe ja überhaupt nicht so gedacht. Nachdem er dann mein Herz begegnet war, hat er sich so gefreut. Ich habe überlegt, dieser Bruder, er war schon älter, aber er hätte auch heiraten müssen. Und ich habe meine Brüder und Geschwister gefragt, gibt es denn niemanden, der hier jetzt in Frage kommen würde? Gibt es denn keine Braut? Da hieß es, ah, die Schwester so und so. Und ja, es hieß, die Schwester sehr daran interessiert zu heiraten. Und da haben wir diese Schwester gerufen. Du Schwester, warum kommst du alleine in die Gemeinde ohne einen Mann? Ich habe doch keinen Mann, wie du siehst. Wo ist denn dein Mann? Der Mann, mein Mann ist gestorben. Ach, du hast ja überhaupt gar keinen Segen in deinem Leben, habe ich gesagt. Du, wenn ich Menschen alleine in die Gemeinde kommen sehe, das mag ich gar nicht. Komm, bitte heirate. Ja, bitte lass mich doch dann heiraten. Und da habe ich gesehen, das Gespräch läuft wie am Schnürchen. Und ich habe gefragt, egal, wenn ich dich hier präsentiere, wirst du ihn heiraten? Dann sagte sie, ja, dann heirate ihn. Was, den? Den Mörder? Und dann, sie war kurz in Ohnmacht irgendwie gedanklich gefallen und sie wollte dann nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und es lief ja alles eigentlich super gut. Bis zu dem Moment dann. Und ich bin dann auch irgendwie in meine Gedanken versunken, habe mich gefragt, wie soll ich das Ganze jetzt wieder gut machen? Aber dann irgendwann kam sie weinend und schluchzend zu mir und sagte dann, ich habe ihr gesagt, du Schwester, es tut mir leid. Du, es gibt viele andere Geschwister, die diesen Bruder heiraten können. Du musst ihn nicht heiraten. Mach dir du gar keine Sorgen, wir können noch einen anderen Mann für dich gucken und ausgucken. Aber dann sagte sie, Pastor, ich glaube, ich war hochmütig. Dieser Mann ist viel besser als ich. Ich war aber so hochmütig und habe abgelehnt. Aber bitte, bitte lass mich ihn heiraten, bitte. Vorgestern hat sie noch Nein gesagt und jetzt plötzlich kommt sie und wollte ihn heiraten. Aber am Ende haben dann die beiden geheiratet und dieser Bruder, sein Vater, war auch schon bereits gestorben. Und es gab dann ein Grundstück, das er vererbt bekommen hat. Und sein älterer Bruder hat es aber für sich beschlagnahmt. Aber nun war er ja jetzt da, zurück vom Gefängnis. Und er meinte, ich kann dir nicht alles zurückgeben, aber ein bisschen Geld kann ich dir abtreten. Und so mit dem Geld konnte er sich eine Wohnung holen oder finden und ein Auto kaufen. Und die beiden nun arbeiten, während sie Socken verkaufen. Und ich sehe die beiden immer wieder gemeinsam zur Arbeit gehen und zurückkommen. Aber die beiden so zusammen zu sehen, das sieht einfach so
so herzlich und so lieblich aus in meinen Augen. Dieser Bruder, der war in Haft gewesen, aber nun hat er eine tolle Frau an seiner Seite. Nun lebt er glücklich mit seiner neu gegründeten Familie und das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Die in Sünde verfallenen Menschen, möchten sie aus der Krankheit herausholen? Der Herr möchte uns Gnade geben, aber unsere Herzen, die sind anders als die von Gott. Deswegen gibt es keinen Fluss, wenn unsere Herzen mit dem von Gott fließen. Ich bin deshalb so dankbar, dass ich ein Pastor bin. Denn mit der Gnade sehe ich, wie sich die Menschen verändern, sich wandeln, angefangen mit mir. Ich habe nichts Gutes getan. Ich habe nicht etwas Tolles gemacht, sondern allein durch die Gnade habe ich alles empfangen. Als der Josua über den Fluss Jordan gingen, sie standen im Wasser und sie haben gesagt, geht jetzt durch, wir stehen hier im Wasser. Aber was passiert, wenn diese Wasserwand jetzt zurück versinkt ins Wasser? Wir werden dann Fisch essen werden. Ja, unsere Gedanken mögen so sein. Aber Gottes Wort stimmt zwar nicht mit uns überein, aber der Herr ist unser König. Und wenn wir sein Knecht sind, dann, wenn wir einfach alles annehmen, was er sagt, dann reicht das. Ja, in unseren Gedanken stimmt das gar nicht. Und deshalb müssen wir unsere Gedanken brechen. Und wenn wir an dieses Wort glauben, von da an wird Gott auch anfangen, in uns zu arbeiten. Der Herr, als er unsere Herzen geformt und geschaffen hat, wie hat er sie überhaupt gemacht? Er hat sie so gemacht, dass wir direkt einfach das Wort von Gott annehmen können. Das Wort kommt dann in mein Herz hinein und wenn dieses Wort anfängt, in meinem Herzen zu arbeiten, werde ich unbeschreiblichen Frieden, unbeschreibliche Gnade erfahren und spüren. Im Gegenteil, wenn Satan mich ständig in Hochmut leben lässt, mich ständig meine Optionen gehen lässt, mich ständig meine Methoden benutzen lässt, dann werde ich ein sehr, sehr beschwerliches, hartes Leben führen. Aber durch Gott, durch Jesus, können wir so einen gesegneten, voller Gnade, einen Weg voller Gnade begehen. So, lass uns zusammen beten.